Ach ja, Leute, das Landleben. Das Landleben hat viel für sich. Genauso wie GTA San Andreas. Willkommen zurück zu diesem wunderbaren Let's Play. Im letzten Part haben wir uns ein bisschen ausgerüstet, nachdem wir all unsere Ausrüstung verloren haben. Diesen Part werden wir die erste Mission in Angel Pines annehmen. Badlands. Beseitige den Zeugen. Bringe den Beweis. Wunderschön. Also was das im Grunde genommen heißt, wir werden jetzt dahin fahren, wir werden den Zeugen abschießen und wir werden von der Leiche ein Foto machen. Das heißt das im Grunde genommen. Und der Typ ist irgendwo auf dem Mount Chiliad versteckt. Chiliad. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ganz kurz gucken, wo genau. Ah ja, wir müssen jetzt hier erstmal zum Checkpoint und dann werden wir schon gelotst. So, hier. Können wir dieses wunderbare rote Motorrad, dieses Sanchez nehmen? Jetzt müssen wir auch noch den Berg hinauf. Das ist ja ganz geil. Ganz kurz gucken, warte. Wo genau? Ach, da. Warte, dann nehmen wir so hoch und dann. Genau, das dauert ein bisschen, aber soll's. Können wir auch abkürzen? Ah, ne, können wir nicht. Scheiße. Naja, gut. Dann müssen wir hier rechts rum. Ach, ja. Aber das ist halt quasi so, tatsächlich den amerikanischen Badlands nachempfunden im Hinterland von Kalifornien. Bisschen in Richtung San Francisco hoch. Also das ist quasi die Vorlage, was das hier eigentlich ist. Also, ja, die Vorlage zu dem, was das hier ist. Ich war da selbst schon, ist wirklich eine ganz, ganz andere Landschaft. Also man kennt ja wirklich Kalifornien so als Strände und Malibu Beach und Schieß mich tot. Aber das gibt's halt auch und das ist halt genauso Kalifornien. Ich finde das einfach total cool. So, Moment, müssen wir jetzt da hoch? Ne, wir müssen weiter geradeaus. So. Hier können wir später auch noch Motorradrennen fahren, die ich allerdings hasse wie die Pest. So. Jetzt werden die Missionen auch ein kleines bisschen schwieriger. Natürlich immer noch zu machen, keine Frage, aber man kann sie schon nicht schaffen. Also es ist durchaus möglich. Wahrscheinlich wäre es schneller gewesen, wenn wir unten rumgefahren, ne? Naja. So, und hier haben wir auch schon die Sequoias. Also relativ große Bäume. So. Er ist nicht da drin. Oh, er ist da drin. Räucher ihn aus. Hüte dich vor der Bundespolizei. Denk dran, er muss noch halbwegs heil sein, wenn du das Foto von ihm machst. Okay. Dann räuchern wir ihn mal aus. Wir werden da einfach mal unsere neue Desert. Wow. Ups. Auf Steuerung ist halt auch schießen. Ups. So, auf. Naja. Wir werden mal unsere neue Desert Eagle hier ausprobieren. So, ich bin auch sehr gespannt auf GTA 5 und ja, keine Angst, wenn ich bis dahin, und das denke ich mal, den neuen Computer kriege und wenn GTA 5 auf dem PC erscheint, dann wird das natürlich Let's Played. Keine Angst. Eins. Ups. Yes, he. What you gonna do now? Und ihr seht schon, die Desert Eagle haut richtig rein. Upp. Na, der Verräter entkommt. Na, das ist ärgerlich. Beschaff dir ein Fahrzeug. Mach ich. So, die stehen da jetzt drumrum wie irgendwelche Ochsen. Wir können jetzt hier erstmal noch die Munition holen. Ja, der Verräter entkommt, deine Mama entkommt. So. Der Verräter entkommt überhaupt nicht. Wo soll er denn hin? Ach, er entkommt überhaupt. So, das ist dieses. Der Verräter entkommt! Wo soll er denn hin? Der entkommt überhaupt nicht. Das ist eine schnurgerade Straße. So. Natürlich fährt er jetzt hier diese ekelhaft engen Gebirgs. Wege lang, wo man einfach mal so runterglitschen kann. So. Können wir erstmal ein bisschen schießen, um ihn ein bisschen nervös zu machen. Vielleicht springt er ja auch Panik raus. Ich weiß noch nicht. Das ist immer ein bisschen das Problem. Ich muss ihn ja stellen. Aber wie genau? Wir haben auch nicht mehr so viel Munition, das ist das Problem. Boah, eine relativ chillige Verfolgungsjagd. So, warten wir mal. Also, was das eigentlich heißt, ist, wir dürfen jetzt das Auto nicht so weit zu Club schießen, dass man ihn nicht mehr erkennen kann. Wir müssen ihn halt da schon irgendwie rausziehen. Weißt du nicht wie? Ja, es dampft schon ganz kräftig. Ich sollte eigentlich gleich mal das Auto verlassen. Wenn er leben möchte. Also was er nicht wird, aber so vom Prinzip her. Na? Wird's weit?
Spritzball? Jawohl, da ist er raus. Sollte er noch ein bisschen weglaufen? Genau. Okay. Und nochmal. Fotografiere die Leiche. Schnippschnapp. Und einen wunderbaren Screenshot. So einen neuen Desktop-Hintergrund einfach. Und wir bringen die Kamera zum verabredeten Treffpunkt. Wir kriegen natürlich noch ein bisschen Motorrad-Skills. Jo. So. Und dank der Waffen, die wir uns da gesnatcht haben, nicht wirklich ein Problem. Aber halt ein bisschen nervig wegen des Motorradfahrens. Aber nicht so schlimm. Der Speicherpunkt bleibt uns erhalten, auch nach dieser Mission. Das ist ganz nett. Ja, abspringen und das Motorrad einfach crashen lassen. Und das war die Mission. So. Wir werden jetzt erstmal direkt speichern, damit nichts passieren kann. Und dann können wir uns auch gleich wieder die Waffe neu holen. Und ein bisschen Munition verbraucht. So. Wir warten jetzt im Grunde genommen nur auf einen Anruf. Damit die Story weitergeht. Ja, siehst du? Und da kommt er schon. Caesar, it's me. Carl, you alright, Holmes? Your sister's been worried. I heard some shit went down. Yeah, Los Santos is dangerous right now. I'm out in the middle of, I don't know, Whetstone or whatever that is. I don't know Whetstone too well. I got some family out there, I think. But at least you ain't in jail, Holmes. Shit's fucked up with your brother, is it? You be careful and look after Kendall. Don't worry about me, man. You worry about the man who tried to fuck with my woman. I got some backup coming out to protect you. My cousin. Really intense, Holmes. Trust me. Meet them over at the diner in Dillymore in Red County. You won't miss them. Okay, und schon geht's weiter. Wir sind gerade erst hier in Angel Pine angekommen und jetzt sollen wir schon wieder nach Dillymore. Und das ist scheiße weit weg. Nehmen wir mal diese Schrottkarre hier. Wir brauchen ein bisschen PS, um da hinzukommen. So, und ich kann euch mal zeigen, wir sind jetzt hier unten und fucking Dillymore ist da. Ne, also wir werden jetzt hier einfach mal den riesigen Bogen fahren. Also, warte, wie kommen wir da am besten hin? Über Autobahn und dann hier runter und dann, ja, naja. Also, Dillymore ist scheiße weit weg und um euch mal die Dimension dieses Spiels deutlich zu machen, lasse ich diese Fahrt drin. Das wird schon ein bisschen dauern. Also, wenn ihr jetzt gerade keinen Bock auf eine lange Autofahrt habt, dann tut's mir leid. So. Aber Dillymore, ja. Wir bleiben also auf dem Land. Und wir treffen da Caesars Cousin. Das wird sehr interessant. Ups. So. Vor allem, die KI ist nicht so wirklich schnelles Fahren gewöhnt. Aber das finde ich extrem geil, diese ganzen Raststopps und so. Also diese kleinen Tankstellen an den Seiten der Straße. Das hat richtiges Roadtrip-Feeling. Das finde ich halt total cool. So. Dann wollen wir mal. Ihr seht schon hier, der Kollege vor mir, der wechselt die Spur ganz, ganz panisch und fahren euch auch gerne mal in die Seite. Und ihr seid natürlich ihr schuld, auch wenn euch die Polizei in die Seite fährt. Dann seid immer ihr schuld, so. Ihr müsst auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr die Klippe darunter fahrt, neu laden. Echt, hat keinen Sinn. Naja. Ansonsten ist es total gechillt und halt totales Roadtrip-Feeling. Das will ich halt auch nochmal machen. Wir irgendwo halt was anmieten, irgendwie ein Auto in Amerika, einmal quer durch mit einem Wohnmobil oder was. Oder irgendwie so eine La Rosse-Laube irgendwie in New York kaufen und quer durch und... Oh, guck mal, was denn? Und dann halt in Los Angeles wieder verticken oder einfach irgendwo stehen lassen und dann, ja. War das ein geiler Roadtrip. Das würde ich nochmal richtig, richtig gerne machen. Vielleicht kommt ja irgendwann die Zeit, wer weiß. Guck mal hier, was soll denn das? Naja. Hoppla. Das tut mir leid. So. Wir sind immer noch nicht da. Aber da ist hier Los Santos. Rechts von uns. Schöne Skyline. Wir werden hier aber gleich abfahren. Und weiter über Land. Weil Los Santos ist sehr gefährliches Gebiet im Moment. Überhaupt nicht. Aber trotzdem. So, ihr seht schon. Übrigens, ups. Los Santos ist nicht mehr in Farben markiert. Das heißt, diese ganze Bandenkriegmechanik, die uns so groß angekündigt wurde, die wir irgendwie vor zwei Parts eingeführt gekriegt haben, die ist jetzt schon wieder völlig obsolet und keiner scherzt mehr drauf. Das ist ein bisschen ärgerlich, das ist ein bisschen spieltechnisch, ein bisschen komisch designt, aber kein Spiel ist perfekt, also auch nicht GTA San Andreas. Wobei das wirklich ein sehr gutes Spiel ist. So, wir müssen jetzt hier mal rüber, dann fahren wir, ja, sind wir auch schon fast da, schön. Ist aber ein bisschen merkwürdig, sich hier so zurechtzufinden. War das jetzt da vorne schon direkt? Ja. So, und dann sind wir auch schon in fucking Dillymore. Und da treffen wir auf einen neuen Bekannten. Ich
bin sehr gespannt. Bin ich nicht, weil ich genau weiß, was kommt, aber das ist ein Kapitel im Spiel, das wirklich sehr interessant ist. Wirklich sehr witzig. Macht Spaß. Wir bleiben natürlich auf K-Dust, den einzig wahren Roadtrip-Sender. So, und da sind wir auch schon in Dillimore. Das ist die beschauliche Gemeinde Dillimore. Einwohnerzahl 5 oder so. So, fahren wir hier mal direkt ab. Und da können wir auch noch mal schauen, was kaufen. Da ist ein Paint Spray. Und da ist unser neuer Kontakt. Joa, den nehmen wir doch mal mit. So, oh, Tab. Erstmal ein Gespräch. Carl, it's me. Sweet, what's going on, man? Oh, sweet, hallo. What the fuck you think is going on? I'm in the prison hospital, nigga. I know, Ding. You alright? Hell nah. You gotta do something, man. I'm trying, man. I just gotta make sure Kendall's safe first. Alright, man, I gotta go. Don't worry, bruh. I ain't gonna leave you in there. Sweet, geht es den Umständen entsprechend gut, das beruhigt uns, aber jetzt werden wir erstmal hier. First State! You big string of Yankee feet! I sing fucking unis with more balls than you! What the fuck do you want? Nothing. I'm looking for a friend of mine's cousin, come on, Mexican bitch. Guy. He ain't here. You? But Cesar said you was a real man. Crazy. Lady, bitch. I'm a God-fearing, peace-loving man of the people. Whatever, asshole. Let's go. Damn, relax, baby. Where's your car? Okay. Where's yours? Ladies don't drive themselves. That's what men are for. Oh my goodness. Thanks, Caesar. Appreciate this, homie. Okay, das ist unser neuer Kontakt. Sehr, sehr gut. So, what's your name? Where we going? My name is Catalina, and we're gonna take this county for every stinking cent. Ja, okay, wir gehen jetzt auf und auf zu. Good plan, I guess. You're damn straight it's a good plan. I've cased 4 soft targets. A liquor store in Blueberry, a bank in Palomino Creek, a gas station in Dillimore, and a betting shop in Montgomery. Hold up, which one first? To the driver, you dumb pig, you choose! Okay, wir gehen jetzt auf einen fetten Raubzug, Bonnie und Clyde-Style, und der erste Raubzug ist gleich hier, eine Tankstelle in fucking Dillimore. Tanker, guck mal an, Andre. Blow your fucking balls off! This here is bulletproof glass, so you can just fuck off, bitch, before I call the sheriff. What are you doing, son? Just give her the cash. Suit yourself, maricon. Change of plan, Carl. We're taking the tanker. Hey, what you doing? Hey, what you doing? What you doing? Hey. Na gut. Wir rauben jetzt einfach den verdammten Benzinlaster. Das ist von der Steuerung her ein bisschen schwierig manchmal, aber sollte ganz gut klappen. So, wir werden ja jetzt einfach gerade reinfahren. Hallo? Bin ich nicht gerade drin? Ah ja, da haben wir ihn schon. I ain't losing another crappy job because of some crazy bitch. Come on, Derek, we're gonna stop those bastards. Do I have to? Alles klar. Wir müssen ein bisschen auf den Zustand des Tankwagens achten. Das allerbeste, was wir jetzt machen können, ist diese kleinen Bastarde da unten, diese Rednecks, komplett ignorieren und einfach hier unser Ding drehen. Und den Laden einfach abliefern. Naja, und ihr seht schon, die kommen uns kaum hinterher, obwohl wir hier mit diesem irre klobigen Laster langs tuckern. Warte, wir müssen da unten hin. Also da, wo wir eigentlich herkommen. Wird einfach mal ein längerer Part, was soll's. Naja, das finde ich aber ziemlich cool, dass man halt hier mit diesem riesigen Tanklaster einfach mal rumdreifen kann. Also dieses riesige Zugding. Das finde ich richtig geil. Also, muss auch ein bisschen aufpassen. Das Ding kann auch ganz einfach umkippen. Und dann hat man natürlich verloren. Unsere neue kleine Freundin schießt natürlich zurück. So. Hallo, das ist aber ziemlich dunkel. Naja, okay, hier ist wieder ein bisschen. Weil wir direkt in den Himmel geguckt haben. So. Soll auch so ein bisschen dick und doof darstellen, hä? So, und schon sind wir da. Naja, ein bisschen viel Zustand verloren, aber das... Naja. Richtig so. Hello, Mr. Whittaker. Catalina, what have you brought me today? A rig and tanker, full to the brim with premium gas. Never seen it, never saw you, never gave you this wad of cash. Nice not doing business. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. If you ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got shit to move. Got shit to move, yo. Goodbye. Ja, goodbye. Yes, it is. Gut.
das war unsere erste Katharina-Mission. Mission erfüllt, wir können jetzt hier kleine Tankwagen ausfahren. Naja, und wir kriegen jetzt das erste Mal auch richtig, richtig Kohle. Gut, wir warten auf den nächsten Anruf und bis dahin würde ich sagen, schön, dass ihr dabei wart und guckt auch im nächsten Part mal wieder rein. Bis dahin und ciao.